Ich fand die digitale Logistik sehr interessant, einfach mal zu sehen, dass Logistik nicht statisch ist, sondern dass sich da viel tut, dass man da sehr viel digitalisieren kann und man das gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Aber auch natürlich das Unterrichtsfach Big Data, weil das dafür steht, für diese Smart Factory. Im ersten Semester war es smarte Produktion, weil es auch ein bisschen meinen Bachelor widerspiegelt mit Maschinenbau und meiner Ausbildung. Und im zweiten Semester ganz klar digitale Logistik, da habe ich mich am meisten selbst drin gefunden. Also ich bin im ersten Semester und für mich ist das Interessanteste SOP. Genau, ja. Service Computing ausgesprochen. Also bei mir war es System Engineering, einfach mal um zu sehen, wie die digitale Produktentwicklung ist, aber auch der Prozess dahinter, was ein Produkt machen muss. Aber auch natürlich, wie eine Fabrik irgendwann mal oder jetzt auch schon aktuell kommuniziert. Das sehe ich ja jetzt auch bei meinem Werkstudentenjob schon, dass es so ist. Und jetzt auch mal wirklich den Hintergrund zu sehen in SOP, fand ich schon sehr spannend. Mein Lieblingsfach war auf jeden Fall digitale Produktion und aber auch digitale Logistik. Bei digitaler Produktion hat mir speziell gefallen, dass wir einfach zum einen auch Laboreinheiten hatten, wo wir Inhalte dann wirklich auch praktisch anfassen konnten, wie beispielsweise einen kollaborativen Roboter, wo man ausprobieren konnte, aber auch einen Werkassistenzsystem, wo man mal Einblicke bekommen hatte, wo ich dann auch in der Praxis Anwendungen gefunden hatte, auch im Unternehmen, wo ich tätig bin, wo das einfach dann verknüpft war, wo man einfach gesehen hat, hier wurden Techniken, die einfach aktuell sind, präsentiert. Kenne ich sehr gut. Ich arbeite im Projekt gerade damit, dass wir ein ganzes Semester und auch im nächsten Semester noch bearbeiten. Ist ein Raspberry Pi, aktuell noch mit einem Sense-Head obendrauf. Genau, um die Umgebungsdaten auszulesen. Temperatur. Ja, um Geräte einfach zu verknüpfen und Technik reinzubringen. Genau. Jetzt noch schnell bis 15. Juli für den Smart Factory Master bewerben.